Hallo, Ritter des Steins, nehmt Platz an der Tafelrunde und baut mit mir ein Königreich auf. Denn genau das möchte ich hier mit euch machen. Auf dieser Fläche seht ihr noch nichts, aber hier soll eine große Burg entstehen, eine riesige Burg. Ritter waren als Kind schon immer mein Lieblingsthema, aber natürlich gab es nie diese eine Burg, die alle Wünsche erfüllt hat, immer irgendwie doch immer zu klein, irgendwas hat gefehlt. Heute kann ich mir diesen Wunsch erfüllen. Das heißt, ich möchte hier eine riesige Burg bauen, nach meinen Vorstellungen, nach meinen Wünschen. Aber, und das ist mir auch ganz wichtig, natürlich mit euch zusammen. Ich möchte euch teilhaben lassen an meinem Bauprojekt. Ich möchte auch immer wieder auf eure Anregungen eingehen, eure Bewertungen einholen, auf eure Kommentare eingehen. Das heißt, ich möchte die wirklich mit euch zusammen aufbauen. Aber wie groß wird denn diese Burg jetzt? Ich habe eigentlich jetzt hier einfach mal ein paar Baseplates ausgelegt. Wir haben hier nach oben. Das sind 4 Baseplates, wir haben hier rüber 6 Baseplates, das sind 32er Baseplates. Das heißt, dieser komplette Platz, das werden dann 24 Baseplates sein. In Maßen ausgedrückt 1 Meter, 1,50 Meter. Ich gehe auch mal davon aus, dass die Burg mindestens auch 80 cm hoch sein wird. Also schon wirklich ein ordentlich massives Teil wird das werden. Genauso gehe ich davon aus, dass ich hier gut 80.000 Steine verbauen werde. Also auch nicht gerade wenig. Jetzt möchte ich einfach noch so ein paar Überlegungen machen, mit euch teilen, die ich zu der Burg schon angestellt habe. Und zwar ist es so, dass ich geplant habe, fast einmal außenrum so ein klein bisschen Wasser zu machen. Also, dass die Burg so ein bisschen abseits liegt, dass die auch gut geschützt ist. Die Burg an sich, die dann hier mittendrin sein wird, soll auf Felsen ruhen. Also so eine kleine Erhöhung haben wir hier im vorderen Bereich. Also die Burg hat ungefähr 2 Teile. Wir haben den vorderen Bereich, der so ein bisschen erhöht ist. Und je weiter wir halt rüberkommen, desto höher wird dann auch der Fels und so höher wird dann auch die Burg. In diesem vorderen Bereich habe ich mir dann überlegt, dass so eine Art Landzugang kommt. Das heißt, wir haben hier noch so ein bisschen, ganz klein bisschen Landschaft, ein kleines Ufer. Und über das guckt man dann quasi hier rüber, über eine Zugbrücke durch das erste Tor. Und dann kann man quasi hier reingehen und hier unten finden wir dann weitere Türme, Gebäude und gehen dann quasi weiter nach hier oben, wo ein zweites Tor kommen wird, indem es dann in den zweiten Teil der Burg geht, wo es dann so eine Art Palast, Herrenhaus oder was auch immer sein soll. Die einzelnen, also das ist natürlich eine große Burg, aber die Burg baue ich natürlich in verschiedenen Etappen, in einzelnen Teilen. Und ich habe das so angelegt, dass die ganzen Gebäude, wie zum Beispiel jetzt hier das Torhaus, dann kommt hier eine Mauer, hier ein Turm, hier vielleicht nochmal ein Eckturm, dass das einzelne Gebäude sind, das heißt, sie sind auch nicht mit den anderen verbunden, sodass ich die halt auch modular bauen kann. Also nacheinander bauen kann, sie miteinander ansetzen kann und sie halt auch wieder transportieren und wegmachen kann. Das geht natürlich über Baseplates hinweg, aber die einzelnen Gebäudeteile sollen halt einfach so rausnehmbar sein, dass man sie auch mal so einfach hinstellen kann oder auch so damit bauen kann, um dann so nach und nach diese Burg zu füllen. Genau, was ich auch noch sagen möchte, alle Gebäude, die ich auch hier baue, oder die gesamte Burg an für sich, baue ich auch immer noch digital. Das heißt, ich habe jetzt auch digital schon einen Entwurf gemacht von dieser Burg. Der wird dann aber auch immer weiter fortgeführt, aktualisiert. Auch wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, das Gebäude passt nicht oder das soll eine andere Widmung bekommen, irgendwas anderes umdesignt werden oder sowas, werde ich das dann parallel auch immer noch am PC machen und quasi in meine Datei einpflegen. Ich möchte hier einfach nochmal betonen, eure Meinung ist mir einfach ganz wichtig für dieses Projekt. Ich möchte ja mit euch zusammenbauen, nicht nur für mich allein. In dem ersten Bauvideo, das ich dann machen werde, ich werde also erstmal anfangen, hier an dieser Seite zu arbeiten. Und zwar wird hier mittendrin ein kleiner Turm sein. Das wird dann auch der kleinste Turm der Burg sein und das wird auch der erste Baufortschritt sein, den wir dann in der nächsten Folge sehen werden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt doch gerne den Daumen nach oben. Oder wenn ihr natürlich auch an diesem Projekt interessiert seid und dem folgen wollt, dann lasst doch einfach ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Somit bleibt mir dann nur noch eins zu sagen. Gehabt euch wohl, edle Ritter des Steins. Bis zum nächsten Mal.